Ja, moin, liebe Urbex-Freunde, auch hier in Da Nang gibt es einen verlassenen Freizeitpark. Hier, das war mal so eine Art, ja, so eine Drehtbahn. Mit der konnte man hier mal schön durch die Palmen hier eine Runde bis da hinten hin. Da gucken wir uns auch gleich um, was da ist. Wir schauen mal, was es hier alles gibt, was es beziehungsweise alles gab. Und ja, erstmal viel Spaß mit dem Video. Auf geht's. Bevor es aber losgeht, zeige ich euch mal diese Dinger hier. Guck, die konnte man hier früher treten. Ja. Und guck mal, der fährt sogar noch. Schaut mal, der fährt noch. Aber das werden wir mal lassen. Ich glaube, das könnte Eier geben, wenn wir hier erwischt werden. Einer ist auch schon abgestürzt. Der liegt unten. Ich gehe jetzt mal unten, da zeige ich euch den abgestürzten. Like, Abo, Kommentar da lassen, habe ich vergessen. Ja, das muss ja immer sein. Hier liegt sogar einer, der runtergefallen ist, abgestürzt ist. Ja, hier unten liegt er. Da steht er. Der muss mal runtergefallen sein. Deswegen, es wird ja mich richtig jucken, hier einmal, was weiß ich, hier mal rumzufahren. Aber das lassen wir mal schön. Wie gesagt, die Streckenführung von diesem Ding hier ging hier einmal rum. Da hinten durch den Wald oder sowas. Und so sieht es auch nochmal aus. Ich zeige euch das nochmal. Verlassene Freizeitpark von Da Nang. Eine Spinne gibt es auch. Sieht so aus. Oder gab es? So rum. Wie gesagt, der Park heute ist ein Spielplatz. Alles, das ist noch da, der Spielplatz. Der ist hier vorne. Ja. Das ist also so eine Art Spinne. Schade, hätte ich gerne mal in Action gesehen. Bestimmt ganz interessant. Vielleicht war das Ding auch gar nicht schnell. Ich weiß es nicht. Aber kann auch täuschen. Eine Spinne in Da Nang. Eine Runde. Da gibt es hier vorne noch eine Schiffsschaukel. Hier vorne ist zum Beispiel die Schiffsschaukel, wie ihr hier sehen könnt. Da. Und hier ist diese Strecke von diesen Dingern, die glaube ich noch funktionieren. Aber ich mache jetzt hier, ich bin hier im Ausland. Ich werde den Teufel tun, um das Ding zu fahren. Ja, gehen wir mal weiter. Na, hier gab es so eine Art Schiffsschaukel. Ich nehme an, das ist so Typ Frisbee, sowas, aber uralt Frisbee. Das wird sich geschaukelt haben und gedreht haben. So nehme ich das mal stark an. Zeige ich euch mal, wie das aussieht. Sieht schon gespenstisch aus, wenn man das so sieht. Und hier vorne ist auch noch, hier ist wieder diese Strecke, wo man fahren kann. Natürlich könnte ich jetzt hier durchgehen, könnte mal ein paar Fotos machen, aber ich denke, es reicht auch so, wir wollen auch keinen Ärger kriegen.
reicht doch so. Mit der Schiffschaukel, ohne dass ich jetzt da drauf gehe. Tatsächlich gibt es hier eine Achterbahn, die tatsächlich noch funktioniert. Ja. Also praktisch im verlassenen Freizeitpark eine Achterbahn, die noch funktioniert. Bin an heißt das Ding, das nächste, das ist eine Art Boot, das sich dreht wahrscheinlich, kennt man ja. Und jetzt kommt noch was, ich glaube, ich sehe hier vorne einen fliegenden Teppich, das ist der Hammer. Also ich zeige euch mal das Bötchen. Also allein der Zustieg ist schon krass. Ja. So sieht das Boot aus. Das konnte halt so rechts und links fahren und dabei sich drehen. Ja. Wie lange das schon still steht, scheint aber schon etwas länger zu sein. So, hinter diesem Boot da haben wir so eine Art Verkaufsbude oder was das mal hier war, keine Ahnung. Video wird ein bisschen dunkel, ich habe jetzt nichts dabei, wo ich jetzt hier irgendwie leuchten könnte. So, hier haben wir so eine Art fliegenden Teppich hier. Das ist auch was anderes, ist auch mal was Feines, gell? Ganz altes Ding, ganz altes Baujahr hier. Ich glaube, der ist nur noch, hat nur noch einen Schrottwert. Ja, das kann man nicht mehr retten. Ja, ein fliegender Teppich. Heute in Deutschland oder so noch ganz, ganz selten anzufinden. Hier steht er noch. Ja, der fliegende Teppich. Wir gehen mal rüber. Nehme ich euch mal mit, wenn ihr wollt, folgt mir mal. Da habe ich nämlich auch noch was gesehen. Dort gibt es, ich weiß nicht, wie das heißt, Helikopter oder sowas. Ja, also so eine Art, so ein Flieger halt, wo du dann die Flugzeuge selber hochsteuern kann. Zeige ich euch natürlich mal, möchte ich euch nicht vorenthalten. Genau, hier steht er. So ein Flugkarussell. Wie gesagt, der Park selber ist noch mit Leben gefüllt. Aber eben viele Dinger eben nicht. Und das steht zum Beispiel hier leer. Das ist so eine Art, ja, kennt ihr doch bestimmt. So ein Wellen, ja, so ein Ding, wo man so hochfahren kann, wo man selber steuern kann. Ja, so sieht das aus. Ist nicht offen, kann man nicht rein. Irgendwo kann man bestimmt rein, aber das lassen wir mal. Es reicht ja auch so, man sieht ja auch was. Hier könnt ihr es auch sehen. Wahrscheinlich waren da so Steuerknüppel drin, die das Ganze dann nach oben befördert haben. So, hier ist eine Achterbahn, auch etwas älteren Datums. Die scheint noch zu funktionieren, weil es ist beleuchtet. Ich nehme an, vielleicht, lass noch mal ein paar Jahre vergehen, werden die ganzen Fahrgeschäfte repariert. Und dann fährt vielleicht auch der fliegende Teppich wieder. Hier das Karussell, das ist ja auch noch in Betrieb. Das Ding hier sieht auch sehr schön aus. Und das hier, ja, was auch immer das war, das erinnert mich irgendwie an Dadi Park hier. Das ist wahrscheinlich so Autos, die man mit Hilfe des Seiles da anschieben konnte. Und dann hat man wie eine Schiffschaukel gehabt. Ist mal was, oder? Habe ich so jetzt noch nie gesehen. Ich weiß, ich habe Fotos gesehen. Ich vermute, dass das schon über 50 Jahre alt ist. Zumindest habe ich mal Fotos gesehen, wo das noch in Betrieb war. Und das sah richtig interessant aus. Bevor wir zu den Kinderkarussells kommen, zeige ich euch schon mal ein paar Bilder. Ich würde eigentlich sagen, dieses Unikats, ich habe das Ding noch nie gesehen. Ich glaube, aufgrund des Alters hat es schon einen Seltenheitswert. Und es scheint auch noch zu funktionieren, so wie es aussieht, weil das ist offen, es ist beleuchtet, wird noch funktionieren. Vielleicht kann ich mal ein paar Fotos machen. Wäre schön, wenn ich das Ding mal in Action sehen würde, wenn da einer fahren würde, aber das glaube ich nicht. Hier liegt auch so ein verfallenes Ding noch rum. Okay. Der alte Autoscooter hatte man auch reaktiviert, der ist auch wieder in Betrieb. Ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Fahrgeschäfte folgen werden. Hier haben wir eine Achterbahn, die auch seine besten Zeiten hinter sich hatte. Hier oben steht sie. Ja, wie gesagt, dunkel ist ein bisschen doof jetzt. Ich weiß nicht, was Kuwao heißt. Kuwao, keine Ahnung, ob ich richtig ausspreche. Ich nehme an, das heißt, hör auf, bleib draußen. Man könnte mal hochgehen. Ich weiß nicht, ob da jemand sagt, du mit deinem Arsch da unten, du Vollidiot.
Das glaube ich aber, dass das hier nicht so ist. Dann zeigen wir euch das doch mal. Ich gehe einfach mal hoch. Wer kommt da runter? Wird mir wohl nicht sagen. Ja, okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil es ist ziemlich verrostet hier. Ich muss praktisch jeden Schritt überlegen. Eine verlassene Achterbahn. Mist, da ist jetzt die Kamera nicht dabei. Ich werde die Bilder ein bisschen aufhellen müssen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Weil es war eher ein Zufall. Ein Zufallsfund. Dieses Ding hier. Ich werde jetzt mal versuchen, mit Blitzfahrt Fotos zu machen. Wir können ja mal in die Strecke reinlaufen. Also wie gesagt, hier ging es los. Warte mal, wie in die Richtung? Genau, so los. Und dann ist man hier praktisch einmal rumgefahren. Einmal rum. Dann hat sie hier praktisch eine 8. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, weil es ist halt arg dunkel. So, hier einmal so rum. Wo ist mein Finger? Da lang. Dann so rum. Und dann wieder hier zurück. Also nichts Tolles, aber... Schade, aber es ist halt da. Hier steht auch ein Wagen rum noch, der wahrscheinlich auch abgestürzt ist. Oder als Dekoration, ich weiß es einfach nicht. Bevor wir zu den Kinderkarussells sind, die da drüben sind, da möchte ich mal anmerken, dass doch hier einiges neu gestrichen worden ist. Also hier, das ist relativ neue Farbe, auch dieses Geländer hat neue Farbe. Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass das wieder zum Leben erweckt werden soll. Jetzt haben wir hier die paar Kinderkarussells und was auch immer das ist, zeige ich euch natürlich auch immer. Schaut, ich würde gerne mal die Achterbahn da vorne in Action sehen. Aber wenn sie überhaupt fährt, das weiß ich natürlich nicht, ob das einfach nur so ist. Kinderkarussell, da ist sowas ähnliches, gibt es in Deutschland ja auch. Habt ihr ja bestimmt schon mal gesehen. Unspektakulär, aber okay. Dann haben wir hier so eine Art Raupe, Mini-Eisenbahn, wobei ein Zug entgleist ist. Ja, tut schon weh, das so zu sehen. Wie gesagt, die Qualität ist ein bisschen mies, ich weiß es, aber es war ein Zufallsfund und ich habe jetzt keine Kamera dabei. Ich hoffe, ihr werdet es mir verzeihen. Eine Rutsche haben wir hier im Bällepool, im Bällebad, ich glaube es ja nicht, im Bällebad. Im Bällebad mit gedrehter Rutsche. So, hier sogar mit einer Wendelrutsche, kann man es erkennen, hier einmal rum oder eine ganz normale. Auch hier ist mir aufgefallen, dass hier frische Farbe drauf ist, also vielleicht hat man Pläne, das wieder zu reaktivieren. Ich glaube sogar, es soll noch ein Riesenrad geben, habe ich irgendwie gesehen, aber gesehen habe ich es jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Hier war wahrscheinlich der Eingang, hier hast du Eintritt bezahlt oder irgend sowas. Ach nee, oder Toiletten, ich weiß es nicht. Na, ich würde eher sagen, das war der Eingang. Dann gehen wir mal hier am Eingang vorbei. Meinen Sohn habe ich auf dem Spielplatz gelassen. Hier nochmal die Achterbahn. Dazwischen werden hier Motorräder. Hier übrigens Vietnam ist halt so. Hier fährt alles. Warum schätze ich eine Schar? Entschuldigung. Ja, hier fährt alles und jeder mit dem Motorrad. Super Fortbewegungsmittel, wenn ihr in Vietnam seid. Ihr könnt euch dafür, ich glaube, lass mich mal lügen, 7, 8 Euro am Tag könnt ihr euch einen Roller leihen und dann kommt ihr überall hin. Es ist also mit dem Auto, vergiss es. Da hast du schon verloren, sobald du nur die Tür aufmachst. Hier die Achterbahn, die scheinbar noch in Betrieb ist oder einfach nur leuchtet, ich weiß es nicht. Ich vermute aber, dass die in Betrieb ist, ja. Ich weiß es aber nicht, ja. Könnte sein. Wir gucken mal, ob es noch was gibt hier. Hier noch ein alter Brunnen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Sei immer hier ein Wasserbrunnen. Kann man es erkennen? Ja, kann man gut erkennen. Mit Fische drauf. Mit Fische drin, nicht drauf. Ja, und hier haben wir nochmal die Achterbahn, die scheinbar in Betrieb ist. Wahrscheinlich kann man, ich nehme an, dass man die fahren kann, aber tut irgendwie keiner. Also kann ich auch nicht von ausgehen, ob sie auch wirklich fährt. Ne? Mal war es nicht. Okay, ich laufe mal weiter. Ich glaube aber nicht so, wie die aussieht hier. Vielleicht hat man es einfach nur mal angeleuchtet.
keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Wie man sieht, ist hier ein Loch, wo man sich tödlich verletzen könnte. Ich rutsche einfach mal runter. Ich mach mir jetzt mal den Spaß und rutsche mal hier runter. Mal sehen, was von meiner Hose übrig bleibt. So, Attacke, los geht's. Jo, Junge, Junge, Junge. Naja, war ganz lustig. Okay, wir verabschieden uns.